Berlin, im Frühsommer 2023 schnappte sich Anna Ermakova, 23, die Let's Dance-Krone. Jetzt will sie als Sängerin durchstarten. Am Samstag feierte die 23-Jährige ihren ersten Live-Auftritt vor Publikum. Das Urteil der X-Nutzer, vormals Twitter, fällt gnadenlos aus. Die berühmt-berüchtigte Besenkammer-Affäre ihres Vaters mit dem Model Angela Ermakova, 56, verfolgt die Promi-Tochter bis heute. Um ihre schwierige Kindheit und Jugendzeit zu verarbeiten, hat sich Anna ein neues Ventil gesucht, die Musik. Ihr erster Song ist eine Coverversion des Limp Bizkit-Hits Behind Blue Eyes. Denn, niemand weiß, wie es ist, wenn man schlecht behandelt wird, wenn man abgelehnt wird. Mit dieser Textzeile kann sich Anna zu 100% identifizieren. Neben vielen etablierten Stars der Szene trat die Tochter von Boris Becker, 56, am Sonnabend bei die Schlager Champions 2024 das große Fest der Besten auf. In einem zartrosa Seidenkleid enterte sie die Bühne und zelebrierte ihr erstes Machwerk. Nach dem letzten Ton fiel sie Florian Silbereisen, 42, erleichtert in die Arme. Was für eine unglaubliche Premiere, jubelte der Gastgeber. Dieser Song passt so sehr zu dir, alleine die blauen Augen. Hach, der Flori. Die Sängerin selbst war ebenfalls aus dem Häuschen. Es ist total unglaublich, mein Herz rast. Danke, danke, danke. Dieser Auftritt war sehr wichtig für mich, brüllte sie zum Abschied adrenalintrunken ins Mikrofon. X-Nutzer nehmen die Tochter von Boris Becker gehörig auseinander. Gänzlich gegenteilig stellt sich das Meinungsbild auf der Social-Media-Plattform X dar. Dort gehen die Userinnen und User mit der rothaarigen Beauty nämlich äußerst hart ins Gericht. Meine Ohren bluten immer noch, beklagte sich ein Zuschauer wenige Sekunden nach dem Auftritt. Ein anderer stellte die rhetorische Frage. Was hat das bitte mit einem Schlagerkampion zu tun, Herr Silbereisen? Einige Zuhörer bemängelten, dass bei ihnen während der Performance einfach null Emotionen angekommen seien. Auch Fans des Songs zeigten sich enttäuscht. Das hat das Lied echt nicht verdient, ätzte beispielhaft eine weitere X-Nutzerin. Das Internet hat Anna vielleicht nicht überzeugt. Dafür glaubt ihr Produzent umso mehr an die 23-Jährige. Über die Zusammenarbeit sagte er jüngst. Was entstanden ist, ist eines der emotionalsten Stücke Musik, die ich in einem Vierteljahrhundert produziert habe.